Der Zentralrat der Juden ist besorgt über antisemitische Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, sagte der Welt am Sonntag: Corona dient eindeutig als Katalysator für Verschwörungsmythen und auch für Antisemitismus. Jeder, der an einer Demonstration gegen die Corona-Politik der Regierung teilnimmt, müsse sich anschauen, mit wem er sich gemein mache und letztlich dann noch dafür gerade stehen. Die Verschwörungstheorien darum, wer für die Pandemie verantwortlich ist, erinnern Schuster an das Mittelalter, als es hieß, die Juden seien schuld am Ausbruch der Pest. Der 66-Jährige hält es zudem für unsäglich, dass sich manche Corona-Demonstranten mit der Lage der Juden während der Zeit des Nationalsozialismus vergleichen. Kein Bürger erführe seit Beginn der Corona-Krise auch nur in Ansätzen die Verfolgung, die Juden damals erfuhren.